Gucken wir uns zuerst die Arbeitsoberfläche, die Bedienoberfläche von Excel an. Auffällig natürlich, wir sehen die Tabelle. Ja, und es gibt eben in der Tabelle einzelne Zellen, die haben alle einen Namen. Ich bin jetzt in der Spalte B und in der Zeile 9 und entsprechend sehen Sie, wenn Sie ein einzelnes Feld aktivieren, hier im Namensfeld den Namen angegeben B9. Ja, ich kann auch einen Bereich, einen Range definieren und dann sehen Sie, der startet eben hier vorne bei C9. Die Zellen werden definiert durch Spalte und Zeile. Spalten werden durchnummeriert mit ABC, später mit, ja, sehen Sie dann Doppelbuchstaben AAAB und die Zeilen werden ganz normal durchnummeriert mit 1, 2, 3. Ein Excel Workbook, eine Excel Datei kann aus mehreren Tabellen bestehen, die heißen Worksheet oder Tabellenblatt. Ich habe hier Tabelle 1, ich kann auf Tabelle 2 wechseln, ich kann eine weitere hinzufügen und wieder zurück zu Tabelle 1 gehen. Das sind im Grunde einzelne Blätter, die erstmal unabhängig voneinander sind. Das Namensfeld hatte ich schon gezeigt. Ganz wichtig ist auch das Bearbeitungsfeld. Hier können Sie Formeln eingeben, hier können Sie eben Werte eintragen, hier können Sie überprüfen, was hier steht. Hier zum Beispiel steht eine 4984. Die Euros stehen gar nicht richtig da drin in dem Feld. Das wird eben eher durch ein Format dazu definiert. Was das heißt, werden wir später kennenlernen. Ansonsten haben Sie den üblichen Aufbau einer Microsoft Office Applikation. Wir haben im Mac OS zwei Menüs, einmal hier oben Excel bearbeiten Ansichten. Unabhängig davon, ob ich eben dieses Fenster entferne, bleibt diese Menüleiste hier oben bestehen. Sie müssen ein bisschen aufpassen, ob ich dann sage, ich gehe nach Einfügen oder nach Datei, je nachdem sind unterschiedliche Menüleisten gemeint. Und dann gibt es noch die Symbolleiste mit den vielen Funktionen, die kennen Sie auch aus den Excel-Anwendungen mit Start, Einfügen, Zeichnen. Die werden wir eben auch entsprechend kennenlernen mit den einzelnen Features.